Einen wunderschönen guten Tag. Es ist ein neuer Tag und ich hatte ja in der letzten Folge, daran kann ich mich noch erinnern, zuletzt gesagt, ich werde es mit der Waffe und sowas mal ausprobieren, wie es läuft, und ich bin nicht begeistert. Ich habe umsonst meine Materialien verschwendet. Dennoch werden wir sie jetzt erstmal weiter benutzen, aber eigentlich muss ich sagen, fand ich diese Keule, jetzt hat sie eigentlich zu wenig Schaden, am besten fand, weil sie immer noch diese Parierfähigkeit hatte. Aber nun ja. Der Säbel ist auch nicht schlecht. Vielleicht muss ich auch erstmal klar damit kommen. Man weiß ja nicht. Ah ja, und genau, jetzt weiß ich wieder, was ich ausprobieren wollte. Genau. Das sehe ich jetzt gar nicht. Hier kann man das gar nicht nachgucken, oder? Doch. Da. Ich werde wahrscheinlich, weil das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, die Klauen auf den anderen Schaden machen. Denn erstens geht der Blutverlust immens hoch. Diese 6 Blutausbeute haben in meinen Augen nicht viel ausgemacht. Und ja, ich wollte es dann mal ausprobieren, auch wenn es dann 3 oder 5 Sekunden ist, wo man warten muss. Dafür ist der Schaden immens höher, da man eh nicht genug. Ich sag mal so, wenn man volle Blutleiste hat, kann man 4, 5 Mal angreifen. Aber da muss man noch warten wieder. Die Frage ist, machen wir jetzt erstmal Nebenaufgaben? Weiß ich, ich finde es im Moment so spannend. Na komm, was haben wir denn hier? Wo sind die ganzen Leute? Ach ja, ich wollte gern in das Gebiet rein. Um einfach mal versuchen, neue Leute zu finden. Ich weiß nicht, wo die sonst hier sein. Hier war ich. Da kommt man schon zu den North Dogs. Hier bin ich auch einmal rumgelaufen. Und hier war ich auch einmal überall. Und hier auch. Deswegen, ich werde mich jetzt hier mal umschauen. Vielleicht haben wir ja eine Nebenquest sogar, die dorthin führt. Wir haben aber relativ viele Nebenquests. Was ist das denn? Finde, der Schoß der Bestie ist fruchtbar. Okay. Erledigt sich das von alleine? Quasi im Laufe der Story? Finde Emilys Haus, okay. Ups. Okay, das ist hier. Ah, okay, das ist ein Bürger wahrscheinlich, ne? Ja, dann holen wir uns den doch. Gehen wir erst dahin. Finden wir Emily. Wenn sie denn noch hoffentlich ein Bürger ist. Ja? So. I'll kill you. Wow. Ach genau, das fand ich so scheiße. Die Keule ist extrem langsam. Aber sie zieht schon viel ab. Ah, es ist schon stark, aber das mit der Keule muss man erstmal wohl hinbekommen. Ha, ha. Ha, ha. Auf der Suche nach Emily. Ah. Nee, das ist verkehrt. Die Geschichte von Emily Rose. Psst. Hatten wir da eigentlich ein neues Gespräch? Hatte ich das schon gemacht?
I need to find information about Aloysius Dawson. What can you tell me about him? Don't trust him. He's looking for the same thing I was. Rats? Not rats. Something else. I don't remember. He's wahnsinnig. Must go now. Wie kann er da so höflich bleiben? I must go now. Okay, nach oben, aber okay. Man da vielleicht. Kann man in das Haus hier rein? Ach ja, 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 ja. Klopf, klopf. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Hello, Jonathan. Ich habe ja wieder das Fenster offen, weil es so warm ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Hier fährt gerade jemand sehr laut mit seinem Motorrad. What can you tell me about Aloysius Dawson? I never met the man. I know Clarence tried to contact him recently, but I don't know why. Erst einmal warmen Kaffee. Ich schaue mich mal um. Ich glaube, man kam da hoch, oder? Weil die Quest zeigt mir an, dass ich nach oben soll. Up. 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 It's locked. It's locked. Ja, ich dachte, es wäre hier. Ah, okay, okay. Da ist was. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. Nee, nicht no wirklich. Sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Emilys Liebesbrief, 5. November 1918. Mein lieber Jack. Wann werden wir uns endlich wiedersehen? Heute Nacht? Morgen? Ich kann es kaum erwarten. Seit wir uns im nächtlichen Mondschein auf der Brücke küssten, möchte ich deine Zähne wieder auf meinen Lippen spüren. Ach, dieser schaurige Schmerz an meinem Hals, als du mich bissest. Du kleiner Teufel, du kleiner Schlingel. Für eine ewige Sekunde glaubte ich, du würdest mich in diesem Moment, in dieser Nacht auf der Brücke umbringen. Aber nein, mein geliebter Jack, du warst noch ganz der feinfühlige Verlobte, den ich kenne. Und du necktest mich nur. Ich kann es kaum erwarten, endlich dein Blut zu trinken und danach als Unsterbliche meine liebe Freundin Charlotte zu sehen. Am Anfang würde ich etwas mit ihr spielen, so wie du mir zeigtest, wie man mit Sterblichen spielt. Doch danach würde ich sie auch zu einer von uns machen. Die Nächte würden uns gehören und wir würden London von den unreinen Seelen reinigen. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Weiß sie denn, dass es ein hoher Vampir sein muss, sonst endet sie als so ein abscheuliches Skull-Ding. Blood. I should follow the trail. Okay. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ach hier. Blut. Blub, 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 blub. Da, unten. Puh.
Diese Geräusche und wie sie sich bewegen, das erinnert mich so sehr an The Last of Us. Ach, schon da. Oha. Ich kann den nicht anvisieren. Okay. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I intend to do so very soon, thank you. But for the moment, I'd like to shed light on the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. Wer sind Sie? Hat doch gerade gesagt. Exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond, the Marquis de Bois Colombes, at your service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Ein Feinschmecker. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Ekons as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber das macht er die ganze Zeit. Er fährt hin und her, warum auch immer. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last Reading good. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? Her body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun until the artery burst. Sie verdienen den Tod, ich glaube Ihnen, ha? Huh? Warum ist das offen? Was braucht man dafür? I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Okay. Aber er tötet doch dennoch. Hier hat er das nicht gerade gesagt. Mal. Emily? Sag nicht, die läuft hier irgendwo. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Die ist doch sonst immer am selben Platz. Warum läuft die denn jetzt hier rum? Was soll denn das? Ach, das war die Verrückte, oder? In der Kanalisation waren wir auch noch nicht. Ob es da noch Leute gibt?
Vielleicht, weil sie sich wegen einer Seuche verstecken oder so. Jetzt läuft die tatsächlich hier irgendwo rum oder was? Sonst schreit sie doch hier mal am Markt, oder nicht? Aber das kann doch, da ist sie doch. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. What do you know about Aloysius Dawson? That man is a tyrant. The embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure to become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Charlotte's Flock? Aha. Ernsthaft? Achtunddreißig, einundvierzig Schockschaden. Hätte ich den anderen gar nicht hier aufbessern sollen. 39. Das kann jetzt nicht wahr sein. Und dazu noch Ausdauer erheblich unten. Ja, nehmen wir den auch. Goodbye. Und der Silochunden erfolgt gleich. Wir haben 91 Teile. Ich würde gerne. Ich glaube, der geht nicht komplett auf 20 runter, oder? Nee, komm, wir machen einfach die Ausdauer. Zack. Ach, den Schockschaden. Ja. Er ist natürlich wesentlich besser jetzt als unser Flock. Ach, als unser Knüppel. Jetzt würde ich gerne wissen, wie schnell er damit angreift. Ob das schneller. Ich denke doch, so ein Vlog. Vlog. Müsste auf jeden Fall schneller als. Halt die Klappe, ich hab Angst vor dir! Die ist nämlich gruselig. Müsste schneller als so ein, sagt schnell. Eine Keule sein. Oh, dieser Kartenback, ne? Achso. Guck mal, dann kann ich es doch mal ausprobieren. Stay away. Okay, der ist ein bisschen schneller.
Okay. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Aha, oh, okay, hier müssen wir sogar hin. Dann gehe ich da gleich hin. Ich sammle das nur kurz auf. Tschüss. Weil ich wollte mich schon hier so ein bisschen umschauen. Halt, wir haben doch noch Nebenquests. Was mache ich denn hier? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Eine müsste doch eh hier sein, oder? Ups. Der Papa ist bestimmt ein Jäger. Oh, im ganzen Gebiet. Der Vater ist bestimmt ein Jäger oder ein Vampir, hundertprozentig. Oder war ein Jäger. Kann man hier rein? Schön. Geh erstmal hier lang. Denn ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass hier vielleicht noch ein, zwei Bürger sind oder so. Sieht zumindest so aus, als könnte hier ein Bürger sein. Ah, okay. Gut, gehen wir erstmal in den Park. Jedes Mal. Dann haben wir so ein bisschen am Batman hier. Was ist da denn? So ein Schläger, okay. Weiß nicht warum, das erinnert mich echt krass an Batman. So kommen wir auch. Mhm. Skulls sind immer so gruselig. Oh, wie viele? Okay. Ah, Mann. Diese eklige Skull, Alter. Okay, das ist doch stärker, als ich gedacht habe, diese Combo. Okay. Ich muss mir manchmal selber mehr vertrauen, habe ich das Gefühl. Ja, wo könnte der mit seinem Papa immer gewesen sein? Irgendwas mit einem Baum war das. Aha. Oha. Und da sagt er nichts. This is despicable. Oder ist das sogar der Ort, wo wir hin müssen? There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? Mal. Hier? Okay. Okay. What a mess. Something terrible happened here. But what?
Für einen Unterschlupf sieht das sehr geordnet hier aus. Ich hätte gedacht, dass ich hier sowas wie einen Brief finde oder so. Gut, sie ist da, wo eh die Hauptquest ist. Wer ist denn das? Oh. Okay, das ist doch schon etwas stärker, als ich gedacht habe. Ich nehme alle zurück. Was ist das denn hier? Da geht's so zum Mainquest. Ich hätte gedacht, dass man hier hin muss. Wait, what? Das ist der richtige Weg? Okay. Hä? What? Hä? Okay. What? Warum ist denn das auf einmal hier? Achso, das war sogar eine Quest. Hä? Aber warum hat er mir das dann hier angezeigt? Na egal, scheint ja richtig zu sein. Und schon wieder eine Kanalisation. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Ich hab ein Déjà-vu. Gib doch zu, du bist schon wie diese wahnsinnige Frau. Du liebst es, du liebst es. Okay, das wird ein Shortcut sein, wenn man wieder zurück will. Was? Was? Aua. Aua. Ich kann das auch, mein Freund. Ich kann dasselbe Spiel spielen. Komische. Aha! Okay, der ist schon stark. Wieso erwischt er mich denn immer damit? Natürlich, Mr. Schattengestalt. Ah.
Okay, diese Attacke ist unfair. Die ist echt unfair. Ah? Warum schießt er jetzt? Kacke, wie bin ich aus Versehen? Oh oh. Mann, wieso hat er denn jetzt wieder die Waffe? Ich habe keinmal die Pfeiltaste gedrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Mann! Das hat ihn gar nichts abgezogen. Sehr schön. Okay, jetzt verliere ich einfach nur, weil er den Vlog ausgewählt hat. Den Vlog. So, Mann, nicht den Vlog. Das ist keine YouTuber-Waffe. Ja, das verliere ich jetzt. Da habe ich jetzt auch gerade keine Lust mehr. Weil das echt schon wieder dreist ist. Und das heilt auch gar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Aua, aua. Ja, natürlich, natürlich. Er wusste genau, dass ich da angeflogen komme. Dummes Arschloch, ey. Jetzt brauche ich Blut. Was haben wir denn da gerade bekommen? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, was es war. Und ich weiß auch nicht, was hier von neu ist und was nicht. Klick dennoch einmal kurz alles an. Vielleicht gibt es einen Hinweis oder so. Ich weiß echt nicht, was davon jetzt neu war. Ich habe es echt nicht gesehen im Kampf. Oh, wir sehen nicht gesund aus. Vor allen Dingen, wenn das einer von denen ist, warum wollen die mich angreifen? Ich bin doch jetzt in dem verdammten Club. Was soll denn das? Keine Ahnung, das sieht richtig aus. Ah, hier bin ich jetzt, okay. Verschmutzter Brief. Ich heiße Robert Teasdale. Wer immer diese Nachricht finden mag, bitte versuchen Sie mir zu helfen. Meine Tochter Luise ist vor einigen Wochen verschwunden. Zuletzt wurde sie in einer Bar in der Gegend gesehen. Nicht in jener, in die sie als Kellnerin arbeitet, sondern in einer anderen, The Dancing Crude. Zwei Zeugen sahen sie diesen Ort mit einem eleganten Unbekannten verlassen. Vielleicht einem Ausländer. Es gibt viele Gerüchte über Männer und Frauen, die in der Gegend verschwinden. Ich bin überzeugt, dass meine Luise entführt wurde und irgendwo in der Nähe gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass die Polizei nicht helfen wird, da sie bereits wichtigere Dinge zu tun hat.
Deshalb suche ich nun selbst nach meiner Luise. Wenn sie diesen Brief finden konnten, konnte ich sie nicht retten. Meine Luise ist ein gutes Mädchen und verdient es nicht, so zu sterben. Sie ist von mittlerer Größe, hat dunkles Haar und eine Narbe auf der rechten Wange. Bitte suchen Sie nach ihr und bringen Sie es für mich zu Ende. Gott segne Sie. Luises Vater war determined to find and save her. Warte mal. Muss ich jetzt wieder raus? Nein, das kann nicht sein. Okay, nochmal. Jetzt kommt er wieder, dann weine ich. So, bin gerade hier hochgejumpt. Dann gehen wir jetzt. Gibt es hier auch noch einen Weg? Tatsache. Wo lang gehe ich denn jetzt? Gehe ich hier lang? Nein, ich habe wieder so einen Rotz. Vor allem, wenn jetzt irgendwie ein Gegner kommt, ich habe keine Leben, gar nichts mehr. It's locked. Okay. Die Tür wurde aufgeschlossen, okay. Auch diese hier? Nee. Oh, eine... Oh nein. Woher kommen die? Woher kommen die jetzt auf einmal? Das ist doch verarsche. Vier Stück! Ich brauche erstmal Blut. Ich brauche Blut. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, wir sind mega schnell so. Das finde ich irgendwie cool. Das ist geil, man kann... Ich springe damit von hinten an. Das ist geil, man kann immer einen Schlag machen und dann die Kralle. Dann den Schlag... Ja, natürlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie hochspringen kann. Was hat mir das denn jetzt gebracht? Warte mal. Geht die Tür jetzt immer wieder auf? Dann könnte ich mir was vorstellen, ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
Tatsache, habe ich mir... Ich habe das zwar gerade die Treppe habe ich nicht gesehen, aber sowas ähnliches habe ich mir gedacht. Okay. Okay, Main Quest und Nebenquest. So. Das gehen wir, aber die letzten Meter gehen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge.